Hallo und willkommen zu Dead by Daylight. Mein Name ist Felix und ich spiele den Todesboten. Ja, und ich spiele mit den Perks Beobachten und Zuschlagen, Pop Goes the Weasel, Das Beste kommt zum Schluss und Korrupte Intervention. Das ist so der Perk-Bild, den ich mir sehr gut auf dem Todesboten vorstellen kann. Ich spiele außerdem mit zwei Addons, die beide den Effekt haben, dass ich eine geringere Nachladezeit habe. Der hat uns direkt einen Schlag geschenkt. Wir können uns halt mit Beobachten und Zuschlagen ziemlich gut anschleichen. Okay, Jake. Das war hart im Nehmen. Habe ich dich. Wunderbar. Der ist liegt. Und hier ist direkt der Keller. Der kommt direkt in den Keller. Wunderbar. Keller ist was Feines, ne? So, schön, dass wir den direkt überraschen können. Überraschen konnten. Ich hänge noch ganz nach hinten. Brauchen die Überleben ein bisschen länger, um ranzukommen. Direkt neue Kugel rein. Und mal sehen, wo die Überlebenden arbeiten. Ich glaube halt, dass die hier alle in der Nähe sind. Deshalb weiß ich nicht, ob es so schlau ist, jetzt hier von weg zu gehen. Ja, ich schaue mich nochmal um und gehe weiter. Ich will Pop Goes the Weasel irgendwo hin platzieren. Yep, hier macht Sinn. So, dort oben haben wir eine Fang. Hier wird gegengetreten, geht zurück, wunderbar. Ich jage ihr jetzt nicht weiter nach. Denn hier hinten hat auch jemand gearbeitet, so wie es aussieht. Necrodet. Oh, meine Besessenheit, das ist nicht gut. Jetzt verliere ich natürlich alle meine Zeichen wieder. Hab ich dich. Komm ran. Hab ich dich. Aber gut, holen wir uns wenigstens Claudette jetzt. So, wir hatten jetzt Jake am Haken, wir holen uns jetzt Claudette an den Haken. Aber alle hängen erst zum ersten Mal. So, hier habe ich, denke ich, auch direkt Pop Goes the Weasel drauf. Ah, ich glaube, so richtig lohnt es sich hier nicht. Wahrscheinlich arbeiten die jetzt dort hinten an einem Generator. Dabei hätte es sich wahrscheinlich mehr gelohnt. Ah, ich dachte, ich hätte jemanden gesehen. So, ja, dort arbeiten sie. Oh, schade, dass die Kugel nicht weit genug ging. So, hallo Fang. Kommt jetzt der Sprintboost? Nein. Dann kommt der Linksklick. Boah, man muss gar nicht groß was machen. Boah, dorthin kommt schon wieder der Jake an, ne? Na, los, komm hier lang, komm, komm. Hab ich dich, wunderbar. Drittes Zeichen. So, den Jake wollte ich mir jetzt schnell schnappen. Damit der dort nicht weiterarbeitet. Und dort wieder Fortschritt macht. So, die kommt jetzt hier in den Haken, zack. Dann hau ich dort wieder Pop Goes the Weasel drauf. Dann hole ich mir wahrscheinlich den Jake. Und fresse seinen Entscheidungsschlag. Oder auch nicht. Unbeugsam. Nee. Claudette. Und jetzt verliere ich wieder meine Zeichen. Hab ich dich. Ja, wunderbar. Du liegst. Den ersten Generator haben sie. Ich weiß gerade gar nicht. Könnte ja auch einen Entscheidungsschlag haben. Sie hatte ich ja auch erst vor kurzem am Haken. Das ist immer so eine Sache, der Entscheidungsschlag. Der macht dir alles ein bisschen gruseliger, die Leute aufzuheben. Neue Kugel, neues Glück. Claudette hängt zum zweiten Mal. Einen Überlebenden hatten wir noch gar nicht am Haken. Dort hinten haben wir den Jake. So, Jake. Hat im Nehmen. Er muss gar nichts machen, ne? Dort haue ich jetzt Pop Goes the Weasel drauf. Ich glaube, dann hänge ich den Jake auch mit runter. Oder vielleicht sollte ich nochmal schauen, ob jetzt schon jemand runterrennt? Nein. Jake, versteck dich nicht. Komm mit. So. So langsam das mit dem Aim geht doch gerade ganz gut. Und sie gehen retten. Da bekomme ich zumindest einen Peaks auf eine Person drauf. Und zwar auf die Fang. Mehr wollte ich nicht. Peaks hat gereicht. Jake hängt. Jetzt sind nämlich alle verletzt. Und sie haben hier wieder angefasst. Wunderbar. Ist richtig gut, wenn sie in der Jagd dann halt einfach wieder anfassen. Dann kann ich schön immer wieder Pop Goes the Weasel draufhauen.
Hier hinten sind Spuren weg. Und führen mich in ferne Lande, in denen niemand ist. Ich glaube, die kreisen eher alle, ja, hier um die Schrott, um hier diesen Shop rum. Das ging auf keinen? Hätte ich mir aber gewünscht, ne? Hallo, Claudette. Das war einfach nur schlecht gerade. Okay, du kannst dich gut bewegen, meine Gute. Wahrscheinlich das Anvisieren macht mich halt zu langsam und sie kommt damit einfach zu weit weg. Die fängt halt hier einen Böller mit, ne? Einmal. So richtig will sie den auch nicht nutzen, oder? Flink. Jetzt habe ich dich. Komm her, meine Liebe. Na los, mach doch bitte den Klick. Danke. Auf die Schulter. Und die kommt hier in den Haken. Und dann hau ich dort. Wobei, hier lohnt sich's kaum. Dann eher dort drin. Ja, dort hau ich jetzt Popcorns Wiese drauf. Okay, Gens machen sie ja auch anscheinend. Aber es sieht gerade ehrlich gesagt ziemlich gut für uns aus. Dadurch, dass sich halt auch niemand heilt. Sorgen wir halt hier auch mit so ein bisschen für einen Schrecken. Oh, hallo Jake. Oh, hat im Nehmen. Ich wusste halt, dass das hat. Ich hatte die Hoffnung, dass es irgendwie... ja, verhaut, ne? Aber man sollte lieber nicht auf die Fehler anderer Leute hoffen. Sondern einfach alles richtig machen. Und oben haben wir Jake. So, Jake. Habe ich dich? Ich glaube, Jake ist tot, wenn ich ihn aufhänge. Das wäre jetzt richtig gut. Weil die Überlebenden hier auch gut Generatoren machen. Ich glaube, Jake und Claudette hatte ich schon beide zweimal am Haken. So, erste aus dem Spiel. Ja, wunderbar. Der geht noch zurück. Der dort vorne aber nicht. Hallo, Claudette. Hart im Nehmen. Nicht, wenn ich dich abschieße, ne? So, ich werde jetzt hingehen, da Popghost Wiese draufhängen, dann die Claudette aufhängen. Und dann habe ich halt noch einen Popghost Wiese, was ich irgendwo anders unterbringen kann. Das Blöde ist halt, ich glaube, die Claudette ist jetzt auch tot. Und damit geht mir jetzt mein, das Beste kommt zum Schluss flöten. Zack. Ja, sie ist tot. Aber gut, ich würde mal so sagen, vielleicht brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Weil es wirkt schon fast so, als hätte ich jetzt hier die absolute Kontrolle. Boah, was ist denn los, ne? Meine letzte Runde mit dem Todesboten, die ging recht schief. Aber die hier geht umso besser. Ich gehe jetzt noch dort hinten. Ja, dort hinten arbeitet nämlich auch eine... Dort hinten arbeiten beide. Wahrscheinlich mit einem Sprintboost. Hab ich dich. Komm ran, komm ran. Na los, wirf um. Danke. Damit ist die Palette auch aus dem Spiel. Sie rennt direkt weg von dieser Palette. Die Palette ist ziemlich gut. Die hätte ich kaputt machen müssen. Ah, ich will sie halt hier erwischen. Wobei, brauche ich nicht. Schöner 360, habe ich dich. Die andere hat sich geheilt. Ich weiß nicht, ich glaube, sie hängt jetzt zum zweiten Mal. Ich weiß es aber auch gerade nicht. Ich habe jetzt so ein bisschen den Überblick verloren. Sie hängt zum ersten Mal, okay. So, hier mache ich schnell kaputt. Dort ist noch Pop Goes the Weasel drauf. Wunderbar. Gut, Leute. Was macht ihr hier?
Keine Ahnung, wo die andere Feng ist. War ich das gerade? Es klang so, als wäre da irgendjemand gerannt. Aber ich kann mich auch verhört haben. Niemand geht retten. Dort hinten ist niemand. Okay, Popgröße Wiese wird anscheinend doch nicht eingesetzt. Dort hinten, jetzt sehe ich sie retten. Ich habe jemanden. Komm mit, komm mit, komm mit. Einmal. So, neue Muni. Oh, der ging daneben. Den hätte ich ein bisschen mehr nach links setzen müssen. Ah, schade. Das hätte ich hinbekommen können. Na gut, so hole ich sie mir halt auch. Wenn nichts klappt, ne, dann kommt der Böller. dort oben hat's gekracht. Damit verrät sie mir jetzt, wo sie ist. Okay, ich weiß halt auch nicht, wo die Falltür ist. Das Ding ist, die Falltür ist ja noch nicht gespawnt. Die spawnt jetzt erst. Mit dem Tod der Feng. Ich werde jetzt einfach die Map abgehen, die Falltür suchen. Ich habe keine Ahnung, wo die andere Feng ist. Oh, perfekt. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, wo die andere Feng ist. Deshalb habe ich sie jetzt gar nicht erst gesucht. So, okay, Falltür zu. Und wir schauen mal, ob sie noch ein Tor aufbekommt. Niemand. Da ist niemand. Vielleicht ist sie jetzt dort vorne. Wenn sie dort vorne wäre, könnte sie es sogar schaffen. Hier ist aber auch niemand. Okay, die Tore sind recht weit auseinander. Entsprechend... Sie hat die Falltür. Sie hat einen Schlüssel. Sie hat einen Schlüssel. Okay. Na gut, aber sie kann wenigstens entkommen und die Geschichte erzählen. Vom unbarmherzigen Todesboten. So, hätten wir sie noch gekriegt, dann hätten wir den Double Pip geschafft. Aber hey, so ist es auch okay. Das waren meine Überlebenden. Boah, sie hat den Schlüssel. Ich habe den Schlüssel halt nicht gesehen, ne? Na gut, aber was machst du, ne? Naja. Ich meine, selbst wenn ich den Schlüssel gesehen hätte, ne? Dann hätte ich ja trotzdem die Tore patrouillieren müssen, ne? Na gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.